Ja, herzlich willkommen zum zweiten Gardes-Video, was ich Ihnen gern vorstellen will. Und zwar biete ich Ihnen hier eine Lösung an, einen Ordner ebenfalls mit einem Passwort zu schützen, doch etwas komfortabler als die Geschichte mit dem 7-Zip. Und zwar habe ich hier eine Ordner-passwort.bat-Datei. Wenn ich diese doppelklicke mit der linken Maustaste, erstellt diese BAT-Datei einen Ordner Sicherung. Diesen kann ich jetzt bearbeiten und kann in diesen Ordner, wenn ich den öffne, neue Dokumente, Videos, E-Mails einlagern. Oder ich richte mir einen neuen Ordner ein, wie zum Beispiel Dokumente, und lege dort meine wichtigen Dokumente rein. Wenn ich fertig bin mit Arbeiten, schließe ich diesen Ordner. Klicke mit der linken Maustaste doppelt auf diese Ordner.bat. Dann kommt wieder ein Fenster. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Ordner sperren wollen? Dort klicken wir auf das Y auf der Tastatur. Für die Benutzer, die die deutsche Tastaturversion benutzen. Und für die, die eine englische Tastatur benutzen, müssen das Z auf der Tastatur drücken. Wir nehmen hier das Y, klicken Enter. Und dann verschwindet diese Ordnersicherung. Und somit ist er von neugierigen Blicken geschützt. Das ist eigentlich eine ganz schicke Sache. Nur sie hat einen Haken. Diese Ordner.bat kann man ganz einfach bearbeiten, indem man mit der rechten Maustaste draufklickt, auf Bearbeiten geht und dann öffnet sich der Code. Der sogenannte Programmiercode. Und hier kann man nämlich dann auch das Passwort auslesen und tja, für windige Schnüffelnasen kein Problem, denke ich. Ja, aber um diese ganze Geschichte zu umgehen und um zweitens, dass Sie auch Ihr Passwort ändern können irgendwann mal, denn das möchte ja jeder gerne, ist dieser Code extrem wichtig und den bekommen Sie dann auch. Auf meiner Seite habe ich, um diese Ordner-passwort.bat zu schützen, habe ich eine Ordner-passwort.exe erstellt. Und diese Ordner-passwort.exe kann man jetzt nicht einfach so bearbeiten, rechte Maustaste und irgendwie öffnen oder sonst etwas und den Code auslesen, das funktioniert nicht. Also klicke ich hier, um Ihnen das zu beweisen, dass ich mit dieser Ordner-passwort.exe den vorgehenden angelegten Ordnersicherung noch öffnen kann, klicke ich hier doppelt drauf. Und jetzt fragt er mich nach dem Passwort. Dann gebe ich das mal fix ein, klicke Enter. Und hier erscheint unser Ordner. Jawohl, und auch mit den Dokumentenordner. Und wie Sie diese Geschichte hier sozusagen sicher machen, Ihr Passwort ändern können und diesen Ordner Sicherung anlegen können. Das würde ich Ihnen gern zeigen. Gehen Sie doch einfach auf meine Seite www.ordner-passwort-schützen.de und testen Sie meine Anleitung. Und ja, ich denke, das ist eine ganz schicke Sache. Probieren Sie es aus. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr René Neuber.